Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Experten-Talks auf Kommunalnet. Heute mit Hannes Büringer von der Niederösterreichischen Versicherung. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Büringer, welche Möglichkeiten bietet denn die Niederösterreichische Versicherung, um Photovoltaikanlagen abzusichern? Elementar im Bereich Photovoltaik ist vor allem die Absicherung gegen Feuer- und Sturmschaden. Auch indirekte Blitzschlagschäden von zum Beispiel Wechselrichtern oder Batteriespeichern können im Rahmen der Feuerversicherung bei entsprechender Vertragsgestaltung abgesichert werden. Im Rahmen der Sturmsparte sind es neben den klassischen Sturmereignissen vor allem Hagel und Wetter, die beträchtliche Schäden anrichten können und gegen die man unbedingt eine Absicherung treffen sollte. Auch Glasbruchschäden können dabei im Rahmen des Gemeindeproduktes berücksichtigt werden. Ist hier eine Ergänzung im Vertrag notwendig oder sind bei den Gemeindetarifen Photovoltaikanlagen automatisch mit einer bestimmten Summe berücksichtigt? Also bei dem neuesten Gemeindeprodukt, dem sogenannten Gemeindekomplettschutz, sind Photovoltaikanlagen automatisch im Rahmen der ermittelnden Versicherungssumme für das jeweilige Gemeindegebäude berücksichtigt. Voraussetzung für dieses Produkt ist dabei eine durchgehende Gebäudewertermittlung durch einen externen Sachverständiger bzw. Gutachter. Abseits des Gemeindekomplettschutzes ist eine separate Berücksichtigung der gewünschten Versicherungssumme für die jeweilige Anlage notwendig. Vor kurzem wurde dabei ein eigenständiges Photovoltaik-Standalone-Versicherungsprodukt geschaffen, wo ein noch umfassenderer Versicherungsschutz als im reinen Gemeindeprodukt möglich ist. Klingt interessant. Dieses Standalone-Produkt ist vermutlich die Antwort der Niederösterreichischen Versicherung auf den augenscheinlichen Trend zur Bildung von Energiegemeinschaften. Vielleicht können Sie uns zu diesem speziellen Produkt noch ein paar Details erzählen. Sehr gerne. Energiegemeinschaften können grundsätzlich von privaten Unternehmen als auch Gemeinden gegründet werden. Vor kurzem wurde dabei von uns, von Seiten NV, eben als Antwort auf diesen Trend ein eigenständiges Photovoltaik-Produkt geschaffen, wo diese Anlagen gegen verschiedenste Risiken abgesichert werden können. Dabei ist eben ein noch umfassenderer Versicherungsschutz mit weiteren Sparten, wie zum Beispiel die Absicherung von Maschinenbruchschäden, möglich. Dabei ist vorab die Anlage genauestens zu erfassen und danach eben ein passgenaues Angebot unterbreiten zu können. Was würden Sie den Verantwortlichen auf Gemeindeebene empfehlen, wenn Investitionen in nachhaltige Energieträger wie beispielsweise Photovoltaikanlagen errichtet werden? Wichtig ist hierbei vor allem eine regelmäßige Aktualisierung der Gemeindeversicherungsverträge. Gerade im Gemeindebereich erfolgen regelmäßige Investitionen in Objekte oder Einrichtungen, wodurch auch der Versicherungsschutz unbedingt regelmäßig angepasst werden muss. Investitionen in E-Ladestationen sind beispielsweise auch Teil der Nachhaltigkeitsbewegung und sollten im Versicherungsvertrag unbedingt Berücksichtigung finden. Feuer- oder auch indirekte Blitzschlagschäden sind hier mögliche Risiken, gegen die man sich im Rahmen des Gemeindeproduktes absichern kann. Wohin können sich denn interessierte Gemeinden wenden, wenn sie Fragen zu dem speziellen Produkt bzw. zum Versicherungsschutz bei Ihnen haben? Unsere Außendienstmitarbeiter vor Ort stehen gerne mit ihrer Expertise für weitere Auskünfte zur Verfügung. Den jeweils zuständigen Kundenbetreuer können Sie dabei direkt auf unserer Homepage herausfinden. Gerne können Sie sich aber auch an mich wenden und ich leite Ihre Anfrage an den zuständigen Kundenbetreuer weiter. Wir freuen uns bereits auf zahlreiche Ihrer Anfragen.